Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Es freut mich, immerhin schon wieder 30 Teilnehmer. Ich freue mich auch ganz besonders, unseren Ehrenvorsitzenden Sigi Keidel begrüßen zu dürfen und unsere Ehrenmitglieder Angela Brasch-Eggert, Wolfgang Fritsch und Manfred Ganzer. Es freut mich, dass ihr nach wie vor das Rudern so intensiv verfolgt und begleitet. Euch allen ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Dialogforum. Wir sind ja nun schon eine ganze Reihe, eine ganze Reise in Sachen neue Struktur beim DRV gegangen und wir biegen auf die Zielgerade ein. Manch einer mag sich denken, heute ist erst Sommeranfang und bis zum Rudertag im Oktober ist ja noch viel Zeit. Aber wir reden über eine Satzungsänderung und Satzungsänderungsanträge müssen frühzeitig eingereicht werden. Und deswegen ist Ende Juli Fristablauf. Sprich, in gut 4 Wochen werden wir alles veröffentlichen müssen, was wir an neuen Satzungsänderungen da haben wollen. Und deswegen sind wir tatsächlich schon im Endspurt, was die neue Struktur anbelangt. Heute wollen wir es so halten, dass unsere Expertinnen und Experten der Satzungs-AG einmal ihren Arbeitsfortschritt vorstellen und uns zeigen, was sie bisher erarbeitet haben in Teilen. Das ist natürlich noch nicht alles ganz fix und fertig und druckreif. Wie gesagt, 4 Wochen haben wir noch. Da wird noch ordentlich poliert werden. Aber die großen Knackstellen, an die wollen wir doch heute einmal schon präsentieren und ganz transparent einen Zwischenstand geben. Und heute soll es auch gar nicht groß eine Diskussion geben über das Wie und Warum, sondern das haben wir in der Vergangenheit ja schon gemacht. Sondern tatsächlich jetzt in medias res, wie wird denn das in der Umsetzung aussehen, da reingehen. Deswegen halte ich mich ab jetzt dann auch zurück, freue mich auf die Satzungs-AG unter Lars Koltermann. Und Lars, ich glaube, du übernimmst direkt und ich freue mich auf eure Anregungen, Beiträge und erst einmal schon jetzt der Satzungs-AG ein herzliches Dankeschön für eure bisher geleistete Arbeit. Bis hierhin. Auf geht's. Ja, Moritz, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches guten Abend an alle. Im Namen der Satzungs-AG begrüße ich euch und freue mich, dass wir heute euch unsere Arbeit vorstellen dürfen. Die Satzungs-AG besteht aus 5 Mitgliedern zurzeit. 5 Mitglieder aus verschiedenen Bereichen, aus Nord, Süd, West, Ost, Mitte, aus dem Bereich Freizeitsport, aus dem Bereich Leistungssport, sind also sehr breit aufgestellt. Wir halten uns alle für kundig in Verbandsarbeit, auch in rechtlicher Arbeit, in Satzungsarbeit. Ich möchte euch die Mitglieder einmal kurz vorstellen, unserer AG. Da haben wir einmal Christoph Bendel aus Limburg, ist zugleich stellvertretender Vorsitzender im Hessischen Ruderverband. Wir haben Dr. Florian Eichner aus Leipzig, stellvertretender Vorsitzender des Ruderverbandes Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, Ela von Bockelmann, Münchner Ruderverein. Glaube ich, ne? Dort Vorsitzender aus dem Süden und Gunnar Hecke aus Köln und im Nordrhein-Westfälischen Ruderverband. Anfänglich waren noch Ulrike Hartmann aus Brandenburg und Reinhard Kran aus Schleswig-Holstein dabei. Dazu komme ich als Leiter dieser Arbeitsgruppe aus dem hohen Norden, von der Friedrichstädter Rudergesellschaft, Ruderverband Schleswig-Holstein und Präsidiumsmitglied des Deutschen Ruderverbandes. Das ist die Gruppe, die jetzt vom Präsidium eingesetzt wurde, eine neue Satzung oder eine moderne Satzung zu machen. Begleitet wird unsere Gruppe von Conny Stampnick seit dem 1.2.2022, die Referentin im Deutschen Ruderverband für Verbandsentwicklung ist. Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Wir haben Aufträge umgesetzt. Unsere Aufgabe insgesamt ist es, die Strukturreform, die beim letzten Rudertag ja beschlossen wurde, in Satzungstext umzusetzen. Dabei stehen wir in ständigem Austausch mit dem Vorstand, mit dem Präsidium des Deutschen Ruderverbandes und setzen die Vorgaben, die uns da gemacht werden, in Satzungstext um. Kern der Satzung ist, dass wir zunächst einmal die wesentlichen Änderungen der Strukturreform umsetzen, in Satzungstext gießen, aber auch, dass wir die bestehende Satzung überprüft haben, dass wir praktisch uns Gedanken gemacht haben, wie kann die jetzige Satzung angepasst werden an moderne Gegebenheiten, aber auch an Forderungen von zum Beispiel Zuschussgebern öffentlicher Seite, von Protas. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir das jetzt in modernen Satzungstext gießen können. Wir haben, das kann man glaube ich schon sagen, die letzten
Monate sehr, sehr intensiv gearbeitet. Wir haben insgesamt 11 gemeinsame Sitzungen in großer Runde gemacht. So haben wir diverse Sitzungen in kleineren Rahmen gemacht, in kleinen Gruppen mit dem Präsidium, mit dem Vorstand, mit dem Justiziar des Deutschen Ruderverbandes, um halt die Vorgaben, die uns gemacht worden sind, in Satzungstext umzusetzen. Es ist so, die wesentlichen Strukturänderungen sind ja euch bereits vorgestellt worden im Rahmen des Infoforums und des Dialogforums. Das heißt, diese Grundstruktur setzen wir heute mal als bekannt voraus. Wir würden heute einmal die Arbeit unserer AG vorstellen, sprich, wie sind wir an die Arbeit herangegangen, wie haben wir gearbeitet, wie haben wir den Satzungstext formuliert und was ist am Ende dabei rausgekommen. Ich möchte euch bitten, dass ihr erstmal anhört, was wir zu sagen haben, dass wir am Ende dann auch eine Fragerunde machen, wo jeder Fragen stellen kann, die den Satzungstext oder unsere Arbeit betreffen. Also von daher würden wir erstmal vorstellen und würden euch bitten, im Anschluss an die gesamte Vorstellung die Fragen zu stellen. Wir werden das jetzt in jeder aus der AG wird einen Teil vorstellen. Es ist also nicht nur so, dass nur ich reden werde, sondern jeder wird vorstellen. Und ich möchte mich vorab auf jeden Fall mal bei allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Satzung bedanken für die wirklich tolle und konstruktive Zusammenarbeit. Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Wir haben jetzt, denke ich, einen sehr, aus unserer Sicht zumindest recht, guten Satzungsentwurf. Und würde ich das Wort jetzt an Gunnar Hecker übergeben, der fortwährt. Gunnar, willst du übernehmen? Ja, kann ich gerne machen. Vielen Dank, Lars. Ja, du hast eben schon gesagt, wie ist die Satzungs-AG vorgegangen? Also wir haben uns zunächst damit beschäftigt, auszuwerten, welche Vorgaben an Struktur wir vom Vorstand und Präsidium bekommen haben. Wir haben das geprüft auf Verständnis und Umsetzbarkeit. Also wie kann man, haben wir alles verstanden? Ist es richtig von uns erkannt worden, was dort dann in Satzungstext gefasst werden soll? Wir sind unterschiedliche Satzungen von übergeordneten Verbänden durchgegangen. Wir haben uns die Satzungen des DOSB oder die Satzung des DOSB und verschiedener LSB angesehen. Wir haben aber auch aus der Potters-Bewertung gesagt, wir schauen uns mal die Verbände an, die auf den ersten 10 Plätzen waren. Da haben wir insbesondere einen Blick in den Hockeyverband geworfen, der eben auch wie der DAV als Verband der Vereine geführt wird und nicht wie die meisten anderen Verbände als Verband der Verbände. Wir haben die Vorgaben der Zuschussgeber, des Bundesministeriums des Inneren, Compliance-Vorgaben, Vorgaben des Gesetzgebers und ganz wichtig auch die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt, die gerade dazu führt, dass Satzungen sich zurzeit immer weiter aufblasen, weil dort einfach Probleme entstehen, weil es Auseinandersetzungen von Mitgliedern mit den Verbänden gibt, die dann hinterher bei Gericht entschieden werden und dann Einfluss nehmen auch auf die Gestaltung von Satzungen. Wir haben uns dazu natürlich unterschiedlicher Fachliteratur bedient, sodass wir eigentlich ein gutes Rüstzeug hatten. Die Zielstellung war aber insgesamt nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern eben eine Vergleichbarkeit und eine Wettbewerbsfähigkeit des DAV mit seiner Satzung und seiner Struktur so hinzubekommen, dass er in der Sportlandschaft sozusagen wieder mit allen auf Augenhöhe weiter stehen kann. In der Umsetzung haben wir zunächst das aktuelle Grundgesetz des DAV überprüft. Wir haben einzelne Paragraphen farbig kategorisiert, indem wir gesagt haben, da gibt es ein Veränderungserfordernis, das ist hoch, das ist mittel oder das ist praktisch nicht nötig, weil wir den Text 1:1 übernehmen können. Umsortiert innerhalb der Satzung haben wir eine ganze Menge Paragraphen, fast alle, aber es sind oft Wortlaute geblieben. Insgesamt haben wir der Satzung allerdings eine modernere Sprache gegeben. Wir haben also weniger gesagt, die Mitglieder sollen Beiträge zahlen, sondern sie zahlen welche. Oder wir haben auch gesagt, nicht der DAV soll den Rudersport fördern, sondern er fördert ihn. Also eine aktive Sprache, etwas moderner, dass das Ganze auch nach einem Sportverein klingt und nicht nach einem, nach einer Behörde. Wir haben dann nochmal geschaut, gibt es in der aktuellen, im aktuellen Grundgesetz möglicherweise Widersprüchlichkeiten, ist eine Konsistenz in der Satzung gewahrt, haben wir ordentlich sortiert und haben dann geschaut, dass wir das für die neue Satzung umsetzen. Der erste Schritt war dann, dass wir eine Gliederung für die neue Satzung erstellt haben, die sich in verschiedene Blöcke darstellt. Und ich würde Conny jetzt bitten, die einmal hochzuladen, dass wir die alle sehen können. Das ist praktisch das Inhaltsverzeichnis.
der Satzung des Deutschen Ruderverbandes geworden, sodass wir gesagt haben, wir haben Grundlagen, wir haben die Mitgliedschaften, wir haben die Verbandsmitgliedschaften, wir haben Rechte und Pflichten der Mitglieder. Dann kommt der große Block Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen des DAV. Hier wird auch der größte Änderungsbedarf angesetzt worden, ist hier angesetzt worden, weil wir dort natürlich mit dem Unterschied des heutigen Präsidiums in die Aufteilung eines Vorstandes in Hauptamtlichkeit und eines ehrenamtlichen Aufsichtsrats zu tun hatten. Wir sehen auch, dass das einen sehr, sehr großen Block einnimmt. Und dann im Weiteren gibt es auch die vorhandenen Bereiche Rechnungsprüfung, Rechnungslegung, Wettkampfregeln, Schiedsgerichtsbarkeit, Straf- und Ordnungsgewalt und die sonstigen Bestimmungen der Satzung. Wir wollen auch noch mal darauf hinweisen, dass die Satzung also insgesamt noch immer im Entwurfstatus ist. Es sind noch nicht alle Paragraphen endgültig formuliert, weil wir an einigen Stellen noch ein bisschen Feinschliff benötigen, auch vom Präsidium und Vorstand. Aber wir haben mit den 58 Paragraphen jetzt zumindest erstmal eine vollständige Satzung, die von oben bis unten auch in sich funktioniert und über die wir dann gerne jetzt im Weiteren reden wollen, die wir vorstellen wollen und die verschiedenen Gliederungspunkte dann, die von Untergruppen erarbeitet worden sind, dann auch den jeweiligen Leitern dieser Untergruppe präsentieren lassen wollen, sodass ich jetzt an meiner Stelle mit der Vorstellung erstmal der Gliederung fertig wäre und den Florian bitten würde, weiterzumachen. Ja, Gunnar, vielen Dank. Danke auch an Lars für die freundliche Vorstellung. Conny, kannst du bitte ein bisschen runter scrollen zu der ehemaligen Präambel, jetzt Vorbemerkung? Das ist jetzt schon mal eine, genau, ich würde jetzt von oben ein bisschen anfangen, das vorzustellen. Genau, jetzt einfach ans Ende der Gliederung. So, da wird jetzt gleich dem aufmerksamen Leser auffallen, dass das die erste Änderung schon ist in der Satzung. Die Präambel, die ist im Grunde aufgelöst worden. Deswegen haben wir jetzt auch auf den Begriff Präambel verzichtet, weil das jetzt im Grunde ein bisschen zu viel wäre für die zwei Sätze, die wir da noch gemacht haben. Aber wer jetzt an den alten Formulierungen da sich da drin verliebt hat, dem braucht nicht bange sein, die kommen jetzt gleich an anderer Stelle. Wir haben einfach gesagt, naja, die Präambel, die ist im Grunde literarisches Beiwerk zur Satzung. Und deswegen haben wir alles, was da jetzt drin war, ein bisschen aufgewertet, indem wir das in den Satzungstext eingegossen haben. Und vorne haben wir eben die allgemeinen Vorbemerkungen gemacht, eben, dass alle Geschlechter gleicherweise gemeint sind oder auch, dass die Gremien geschlechterparitätisch besetzt werden sollen. Ja, Conny, du kannst gerne ein bisschen weiter scrollen. Genau, Paragraph 1 ist geblieben, da gibt es keine Änderung. Da ist also Name und so haben wir nicht verändert, den Wimpel auch nicht. Paragraph 2. Zweck des DAV, der ist auch geblieben. Den haben wir jetzt nur, du kannst gerne weiter scrollen. Also da gibt es keine Wortlautänderung. Wir haben ein paar sprachliche Sachen geändert, sodass es einheitlich ist, dass immer vom DAV gesprochen wird. Manchmal in der alten Satzung war es, da stand manchmal Verband, manchmal stand Deutscher Ruderverband. Ja, das ist jetzt immer der DAV. Und in dem früheren Paragraphen 2, da war die Gemeinnützigkeit mit drin aufgenommen. Das war dadurch sehr, sehr unübersichtlich. Der hatte 7 Absätze. Das haben wir jetzt getrennt. Das ist jetzt, es gibt einen neuen Paragraphen 4. Das ist Gemeinnützigkeit. Paragraph 2 ist Zweck. Inhaltlich ist da nichts geändert. Das ist einfach ein bisschen getrennt, damit es einfacher zu lesen ist. Bitte nochmal hoch zum Paragraphen 3, die Deutsche Ruderjugend. Die Deutsche Ruderjugend, die war in der bisherigen Satzung, da ist jetzt auch keine inhaltliche Änderung, war in der bisherigen Satzung, war das an verschiedenen Stellen der Satzung wurde die Ruderjugend aufgegriffen. Einen Paragraphen gab es ziemlich am Ende. Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Nummer. Das haben wir jetzt zusammengefügt in einen Paragraphen, dass es an einer Stelle auftaucht und haben uns dafür entschieden, das ein bisschen das nach vorne zu rücken, damit einfach die Deutsche Ruderjugend dort, insgesamt wird die dadurch nach unserer Auffassung ein bisschen aufgewertet. So, du kannst gerne weiter durchscrollen. Geschäftsjahr, Grundsätze, genau, hier stopp bitte, Paragraph 6, so, das ist jetzt die alte Präambel, ist jetzt Paragraph 6, Grundsätze der Verbandsarbeit, da sind jetzt die gesamten, alles was oben drin war an der Präambel, humanistisches Menschenbild und
dass der DAV der Gewalt entgegentritt, sexualisierte Gewalt, Jugendschutz und so weiter, Extremismus, diese ganzen Klauseln, das ist alles jetzt hier reingewandert, plus Absatz 10, das ist neu. Die anderen Sachen sind alle in der früheren Satzung schon enthalten gewesen. Absatz 10 ist neu, die Good Governance-Klausel, weil die ist ja in dem letzten Rudertag wurde das diskutiert. Da hatten wir jetzt das so verstanden, dass es da einen Regelungsbedarf gibt und haben das deshalb mit aufgenommen. Ja, ansonsten inhaltliche Änderungen gibt es da nicht. So, dann können wir weiter runterscrollen, mal zu Paragraph 8. Paragraph 8, das ist neu. Wir haben jetzt ein Veröffentlichungsmedium aufgenommen. Da haben wir uns, also Vorbild waren hier andere Verbände. Ich meine, der Kanu-Verband war das. Machen das so, dass die da ein Veröffentlichungsmedium in ihrer Satzung aufnehmen. Das haben wir jetzt auch gemacht, haben uns für die rudern.de-Seite geschrieben. Genau, ist ganz wichtig, das Veröffentlichungsmedium. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass der Vorstand oder der Aufsichtsrat später nicht auch andere Wege wählen kann, aber im Grunde rudern.de ist dann jetzt das Maßgebliche, was auch in der Vergangenheit ja schon so gelebt wurde, indem Beschlüsse und so weiter dort veröffentlicht wurden. So, dann die anderen Paragraphen jetzt, Paragraph 9, Mitgliedschaft, Paragraph 10, kannst du ruhig weiter scrollen. Das ist alles bisheriger Satzungstext, 9, 10, genau die Mitglieder, da gibt es keine Änderung, das ist 1:1 übernommen, kannst ruhig weiter, Paragraph 11, 11 bis 13, das ist alles, das sind die bisherigen Paragraphen zur Mitgliedschaft. Ja. Ja. Na, da hat sich die Nummerierung dadurch geändert, weil es in die neue Struktur eingegossen ist, aber inhaltliche Änderungen gibt es da nicht. So weiter. Genau, das ist im Prinzip das erste Drittel. So, und das Gleiche gilt auch für das letzte Drittel. Du kannst gerne nochmal, Conny, bitte noch ganz nach unten. Paragraph 37 geht es dann los. Da haben wir. Ich zeige kurz, was im Grunde alt geblieben ist. Das erste Drittel und das letzte Drittel, da gibt es wenig inhaltliche Änderungen, sondern es gibt genau auf 37, ich glaube, du kannst da gibt es im Grunde wenig inhaltliche Änderungen, aber es ist in die neue Struktur eingepasst. Der Verbandsjustiziar, den gab es bisher schon, der Ombudsmann, Paragraph 38 ist dazugekommen in der aber jetzt kannst du ruhig weiter gleich zu 43, 44. Genau, die Fachressource, da kommt gleich Gunnar gleich noch dazu. So, Regelkommission ist alt geblieben, also die bisherige, ja, war jetzt 43, 44. Und was auch geblieben ist, sind die 48 und 50 dann für die Wettkampfregeln. Genau, das ist exakt der bisherige Satzungstext, der jetzt einfach an einer anderen Stelle wiederfindet. So, das wäre es aus meiner Sicht. Jetzt kann, ich meine, nach der Regieanweisung ist Ela jetzt der Nächste, der jetzt zu den wirklichen Änderungen kommt. Ja, das bisher war ja, das ist im Wesentlichen jetzt Textarbeit gewesen. Redaktionelle Änderungen und aber keine großen inhaltlichen Änderungen. So, Ela, bitte. Okay, Florian, guten Abend allerseits. Die wesentliche Arbeit war, wie bereits erwähnt, im Abschnitt E angesiedelt. Das Ändern der Struktur von einem durch ein Vereinspräsidium geführten Verein in einen Verein mit Trennung zwischen einem hauptamtlichen Vorstand und einem ehrenamtlichen Aufsichtsgremium. In Teilen ist es sogar eine Erleichterung. Das bisherige Präsidium als Führungsgremium war nur in Teilen der Vorstand nach 26 BGB, also das offizielle Vertretungsgremium des Vereins. Das ist künftig ganz einfach. Der Verband wird vertreten durch den Vorstand. Demgegenüber steht der Aufsichtsrat, vielleicht gedanklich sogar etwas übergeordnet, der als Vertreter der Mitgliederinteressen in Vertretung des Rudertags als verlängerter Arm der Mitgliederversammlung schaut, dass der Vorstand den Verband auch so führt, wie es die Mitglieder wollen. Wir hatten bei unserer Arbeit sehr früh die Thematik der Sprache.
Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir in diesem Stadium der Entwurfsarbeit, wir arbeiten mit den Begriffen des Vorstandes, das ist der hauptamtliche Vorstand, und des Aufsichtsrats. Diskussionslage ist, dass der Aufsichtsrat künftig Präsidium heißt. Das überfordert allerdings aus unserer Erfahrung heraus die Arbeit mit den Satzungstexten, weil es ja bisher bereits ein Präsidium in einer ganz anderen Funktion und mit ganz anderen Zuständigkeiten gab. Also bitte behaltet im Sinn, dass wir zurzeit vom Aufsichtsrat sprechen, der in der Endfassung dann aber später anders heißt, so wie es auch in anderen Verbänden, vergleichbaren Verbänden der Fall ist. Er hat die Funktion des Aufsichtsrats. Wer im Unternehmen, wer in der Wirtschaft unterwegs ist, darf sich in Maßen orientieren an der Praxis in einer Aktiengesellschaft, wo es den Vorstand gibt als das Führungsgremium und den Aufsichtsrat, der den Vorstand bestellt und die Aktiengesellschaft gegenüber dem Vorstand vertritt. Das ist in weiten Parallelen auch die künftige Struktur des DRV in der gewünschten Zielstruktur. Die Gremienorgane finden sich insgesamt in dem Abschnitt E. Wir haben versucht, soweit als möglich einheitliche Regelungen zu treffen für sämtliche Formen von Gremien, Ausschüssen, Organen, wo also kollektive Arbeit stattfindet, um also doppelte Regelungen zu vermeiden, und haben deswegen diese vielleicht ungewohnte Bezeichnung Organe, Gremien, Funktionen, Einrichtungen gewählt. Was ist ein Ombudsmann? Was ist eine Regelkommission? Um das alles zusammenzufassen und zu gliedern, haben wir diese Bezeichnung gewählt. Organe, Gremien, Funktionen, Einrichtungen. Wenn wir von oben anfangen, finden wir in Paragraphen 26, Konig, spring gerne hin, den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, auch das ist aus der Zielstruktur bereits bekannt, hat 7 Mitglieder, den Präsidenten, 4 Vizepräsidenten, einen Vertreter des Länderrats und einen Vertreter der DRJ. Wir haben weiterhin vorgesehen, ihr seht auch bereits, also bestimmte Dinge übergehe ich einfach, weil es jetzt den Rahmen unseres Treffens heute sprengen würde. Ich gehe mir auf die wichtigen Punkte. Wir haben gewisse Inkompatibilitäten vorgesehen, dass also die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat andere Funktionen ausschließt. Das hat teils praktische Gründe, teils hat es tatsächlich auch Compliance-relevante Gründe, um also eine gewisse Aufgaben- und Machtverteilung im Verband sicherzustellen. Und auch eine durchaus wechselseitige Kontrolle und Aufsicht. Das Entscheidende am Aufsichtsrat sind sicherlich zunächst einmal die 5 gewählten Mitglieder. Wir haben also eine Mehrheit von 5-2 der vom Rudertag gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Eine ebenfalls demokratische Legitimierung hat auf seine Weise der Länderratsvertreter, weil natürlich auch der Länderrat gebildet wird aus den jeweiligen Landesruderverbänden. Gleiches gilt in begrenzter Weise für den Vertreter der DRJ. Absatz 4 der Regelung zum Aufsichtsrat finden wir die Regelung, dass eines der Aufsichtsratsmitglieder ein gerade eben noch aktiv gewesener Leistungssportler sein soll. Jemand aus dem Spitzensport. Wir haben uns tatsächlich auch, soweit es in der Satzung vorkam, für diese Begrifflichkeit entschieden, dass wir also wirklich sagen, wir reden von Spitzensport. Leistungssport kann sehr viel sein. Hier reden wir wirklich vom Spitzensport, damit auch da, auch gegenüber den Zuschussgebern deutlich wird, wir haben eine klar spitzensportliche, also Olympia-orientiert, weltmeisterschaftsorientierte sportliche, leistungssportliche Ausrichtung. Wer jetzt frisch aus dem Leistungssport ausgeschieden ist, Zeit und Luft hat,
für die ehrenamtliche Tätigkeit, der kann diese Funktion übernehmen. Wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, wie man an diese Leute herankommt. Die Konzeption, das findet man dann in den Details des Satzungstextes, ist, dass die Spitzensportvertreter letztendlich aus dem Kreise der aktiven Spitzensportler mal vorgeschlagen werden und der Rudertag möglichst diesen Empfehlungen folgt. Wenn aus dem Kreise der aktiven Sportler keine einschlägigen Empfehlungen kommen, nun, dann hat der Rudertag da eine freiere Hand. Der Vertreter des Länderrates, der wird aus dem Kreis des Länderrates in den Aufsichtsrat entsandt. Springen wir weiter ruhig. Die anderen Dinge sind, denke ich, aus der Struktur bekannt. Was sind die Aufgaben, Zuständigkeiten des Aufsichtsrats? Ihr könnt alle lesen, ich lese das nicht nochmal vor. Der Aufsichtsrat kontrolliert die Arbeit des Vorstands und sichert die Interessen der Mitglieder. Wichtig ist die Funktion des Aufsichtsrats dadurch, dass er sozusagen der Vertragspartner, der Verhandlungspartner, der Streitpartner des Vorstands ist. Denn der Vorstand vertritt den DAV, aber in eigenen Dingen kann er ja sich nicht gegen sich selber vertreten. Das heißt, wir brauchen einen anderen Vertreter des Verbandes und das ist an dieser Stelle der Aufsichtsrat, analog zum Wirtschaftsleben. Weiterhin bestimmt der Aufsichtsrat die große politische Linie, die Richtung des Verbandes, in die der Verband sich ausrichtet. Damit ist auch die unmittelbare Durchleitung der Legitimation durch den Rudertag in diesem Bereich gewährleistet. Nicht zuständig sein soll der Aufsichtsrat natürlich dann für das Tagesgeschäft. Dafür hat er tatsächlich den Vorstand. Und das sollten dann tunlichst auch alle Mitglieder des DAV künftig beachten. Ein DAV-Präsident, der Präsident des Aufsichtsrats, ist dann nicht mehr für das Tagesgeschäft verantwortlich. Den muss man nicht anrufen, wenn was bei der Kleidung bei einer Junioren-WM nicht funktioniert und ähnliches. Dafür ist er schlicht nicht mehr zuständig. Das macht, denke ich, auch die ehrenamtliche Tätigkeit auf dieser Ebene machbarer. Springen wir weiter zum Gegenpart, zum weiteren neuen Element der Satzung. Das ist der Vorstand. Wir haben vorgesehen, dass der Vorstand variabel besetzt werden kann und besteht aus mindestens 2, maximal 4 Mitgliedern. Die Zielstruktur sind 3 Mitglieder. Und der Vorstand selber wählt sich seinen Sprecher. Im Absatz 2 haben wir bald ein Sneak Preview auf das, was dann vielleicht geregelt werden soll, wie die einzelnen Vorstände heißen, Sportdirektor, Generaldirektor, der Vertreter. Das ist noch offen. Allerdings ist das, wie bereits kommuniziert, die Zielstruktur, dass wir 3 Vorstandsmitglieder haben mit der klaren Zuständigkeit, Ressortverteilung für dediziert den Leistungssport, mit insbesondere Spitzensport, für die generellen Vereinsbelange in Form des Generaldirektors, Generalsekretärs, wie auch immer er endgültig heißt, und dann für den Bereich der Deutschen Ruderjugend, der von dort entsandte Vorstand. Vorgesehen ist, dass die Vorstandsmitglieder grundsätzlich für 2 Jahre bestellt werden und die sind hauptamtlich, sprich, sie bekommen in dieser Funktion einen Anstellungsvertrag, in aller Regel einen Anstellungsvertrag. Sie sind dann keine Arbeitnehmer mit allen arbeitsrechtlichen Nebenfolgen, sondern sie haben einen Anstellungsvertrag, das heißt einen Dienstvertrag, für den nur in ganz engen Grenzen das gilt, was man aus dem Arbeitsrecht so kennt. Angestrebt werden soll, auch das ist dort hervorgehoben, dass die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder typischerweise mit ihrer Bestellungsperiode übereinstimmen. Und einen Notausgang gibt es natürlich auch, den gibt es immer. Sollte es also einen wichtigen Grund geben, warum ein
bestimmter Vorstand für den Verband nicht mehr zumutbar und tragbar ist, dann ist natürlich auch eine Beendigung des Anstellungsverhältnisses während der laufenden Amtsdauer möglich. Vieles von dem ist angelehnt tatsächlich an die Praxis bei der Aktiengesellschaft. Was sind die Aufgaben des Vorstands? Er vertritt in aller Regel den Verband rechtlich nach außen und nach innen. Er ist das, was das BGB im Vereinsrecht als den gesetzlichen Vertreter, den Vorstand nach § 26 BGB vorsieht. Er führt die Geschäfte des DAVs und ist eigentlich für alles zuständig, wofür die Satzung nicht eine andere Zuständigkeit vorsieht. Wir haben entsprechend moderne Anforderungen aufgenommen, dass er ein Risikomanagementsystem, ein Frühwarnsystem für sich abzeichnende Risiken unterhalten muss. Daran wird er auch gemessen. Das kann wichtig sein im Blick auf Finanzen, wo man Vorschauen treffen muss in Bezug auf eine sportliche Entwicklung oder auf vielleicht auf Fördermittelthemen. Genauso wichtig ist, dass wir als Verband nicht angreifbar sind, dass wir eine gute Verbandsführung sicherstellen. Dazu gehören Dinge, die heute bereits eingeleitet sind, wie zum Beispiel Hinweisgebersysteme, die in kurzer Zeit, binnen kurzem in der gesamten Wirtschaft und eigentlich in der gesamten organisierten öffentlichen Welt in Deutschland erforderlich werden, also Hinweisgeber, Whistleblower-Systeme mit einem entsprechenden Ansprechpartner hier zurzeit durchgeführt durch einen Ombudsmann, der das entgegennimmt. All das muss der Vorstand sicherstellen. Der Vorstand ist dann nicht zuletzt auch gegenüber den anderen Mitarbeitern, Arbeitnehmern des Verbandes der Arbeitgeber. Da denke ich im weiteren Beschluss an, im Anschluss an. Wie wird der Verband vertreten? Paragraph 32 der Satzung. Wir sehen vor ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, grundsätzlich wird der Verband, so wie es das BGB auch vorsieht, durch zwei der wahrscheinlich drei Vorstandsmitglieder vertreten, nicht durch einen allein. Ein Spezialthema werden natürlich die Personen ansprechen, die die POTAS-Analyse kennen, die die Forderungen, die aus POTAS resultieren, kennen und sagen, ja, aber der Sportdirektor muss doch allein entscheiden und entscheiden können und zuständig sein. Wir müssen hier sicherlich differenzieren. Im Außenverhältnis sind es vom Grundsatz her zwei Vorstandsmitglieder, die vertreten. Im Innenverhältnis gibt es eine Ressortverteilung, im Innenverhältnis gibt es eine Geschäftsordnung, an die sich die Vorstände halten, wenn sie miteinander den Verband vertreten wollen, den Verband führen wollen. Und da wird auch der Sportdirektor in sportlichen Fragen natürlich immer das entscheidende Wort haben, aber er macht es nicht vorbei an den beiden anderen Vorständen. Das findet sich ausdrücklich nochmal ausformuliert im Absatz Paragraph 33, nämlich, so wie es auch im BGB vorgesehen ist, die Gesamtverantwortung des Vorstands für die satzungsmäßige Arbeit des DAV. Hier rufen wir immer weiter, das kommt im Absatz 5. Die Satzung sieht im Absatz 8 einen bestimmten Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte vor. Das gibt es in leicht modifizierter Form auch bereits jetzt im Grundgesetz. Im Verhältnis zwischen Präsidium und Rudertag. Das haben wir soweit möglich überführt in die neue Struktur mit der Abfolge Rudertag, Aufsichtsrat, Vorstand, wo wir also Vorschläge machen, bei welchen Geschäften
der Vorstand sich beim Aufsichtsrat rückversichern muss. An der Stelle gebe ich weiter an den Christoph Bendel für den nächsten Abschnitt die Mitgliederversammlung. Ja, vielen Dank, Ela. Ich begrüße euch auch noch. Auch vielen Dank an die Vorredner aus der Satzungs AG jetzt schon und für die Einführung von Lars. Wir haben die Mitgliederversammlung etwas angepasst. Auch hier, Conny, ja, geh mal drauf. Geh bitte direkt in den Paragraphen rein, in den Paragraph 22. Viel hat sich nicht geändert, weil die Mitgliederversammlung bleibt weiterhin das Organ der Vereine. Wir bleiben ein Verband der Vereine. Was allerdings zu ändern war natürlich, dass die Mitgliederversammlung jetzt nicht nur den Vorstand entlastet, sondern eben auch den Aufsichtsrat. Wir haben auch eingeführt, gehen wir hier nochmal direkt in den ersten Teil hoch, wir haben die Form der Mitgliederversammlung reingeführt, dass wir die Möglichkeit haben, den Rudertag auch als hybride Veranstaltung. Gehst du noch mal kurz etwas hoch? Im Paragraph 22, ja. In den Punkt 2, hybride oder virtuelle, etwas runter bitte. Dann können es alle sehen. Noch etwas runter. Ja, den Römisch 1 können wir überspringen, weil das ist faktisch geblieben. Wir haben den Römisch 2. Hybride oder virtuelle Sitzungsformen. Das ist das eigentlich Wesentliche, was wir für die Zukunft haben. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob wir eine hybride oder eine virtuelle Versammlung des Rudertages ermöglichen. Das hat uns gerade jetzt auch in den letzten 2 Jahren gelehrt, dass wir diese Möglichkeit einfach offen halten müssen. Gehen wir in den nächsten Paragraphen rein. Die Zusammensetzung des Rudertages selbst, das ist ganz wesentlich für uns alle. Das ist im Wesentlichen geblieben. Wer sind wir? Was ist der Rudertag? Er setzt sich weiterhin natürlich zusammen aus den Delegierten oder ordentlichen Mitgliedern, aus dem Aufsichtsrat und aus dem Vorstand. Die Vorsitzenden der Fachressorts, der Ehrenvorsitzenden, Ehrenmitglieder und eben die mittelbaren und fördernden Mitglieder. Ist aus dem bisherigen Grundgesetz soweit drin geblieben, ergänzt natürlich um den Aufsichtsrat und den Vorstand das, was wir neu dabei haben. Gehen wir mal runter in den Nummer 8, denn was bedeutet das denn auch für die Vereine? Ganz wesentlich, so wie in der Vergangenheit auch, wir haben einen Delegiertenschlüssel. Welchen Stimmanteil haben denn unsere Vereine bei der Wahl, wenn zu wählen ist, wenn Abstimmungen zu leisten sind? Und das bleibt auch, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Das heißt, für die ersten 100 Mitglieder gibt es bei den Rudervereinen, aber auch hier die Ergänzung, Rudervereine, rechtlich selbstständige Ruderabteilungen von Mehrspartenvereinen oder auch Mehrspartenvereine mit rechtlich unselbstständigen Ruderabteilungen. Die werden jeweils betrachtet und für die ersten 100 Mitglieder gibt es eine Stimme und für jede weitere 100 gibt es eine weitere Stimme. Die Landesruderverbände haben eine Stimme. Die Regattaverbände und Regattavereine haben jeweils eine Stimme und auch die Hochschulinstitute. Gehen wir zum Paragraph 24 rüber. Ja, bleibt dort mal so stehen. Gut. Hier geht es im Grunde darum, wie ist jetzt auch das Zusammenspiel Aufsichtsrat und Vorstand. Und es ist der Rudertag, das heißt unsere Mitgliederversammlung,
die die Berichte sowohl des Aufsichtsrates als auch des Vorstandes und sofern auch benannt von den § 30 BGB-Vertretern, wenn diese berufen wurden, nimmt der Rudertag die Berichte entgegen. Und genauso ganz wesentlich, der Rudertag entlastet den Vorstand und auch den Aufsichtsrat. Und auch hier ist es ganz wesentlich, der Aufsichtsrat, der ja in der Zwischenzeit zwischen den Rudertagen der verlängerte Arm des Rudertages ist, erhält hier auch seine Entlastung. Ja, damit sind wir zu den Teilen, die jetzt hier die Mitgliederversammlung, den Rudertag selbst betreffen, dann auch durch. Es ist der Rudertag der kleinere Part, der große Part, wirklich die Veränderungen hatten wir in dem Block E eben aufgezeigt. Und hier würde ich jetzt dann mit dem Teil schließen und übergebe zurück an den Lars. Ja, vielen Dank, Christoph, und euch allen für die Ausführung. Wir haben natürlich jetzt nur Auszüge vorstellen können. Also insgesamt haben wir 58 Paragraphen, 32 Seiten und 10.500 Wörter etwa. Das würde jetzt natürlich jetzt überfordern, wenn wir jetzt alles jetzt hier wortwörtlich vorgestellt hätten. Wir haben uns da ja auf die aus unserer Sicht wesentlichen Schwerpunkte konzentriert.